Welcome back, Leute. Nach langer Zeit wieder ein Let's Play von mir. Ja, Domi, warum hast du so lange keine Let's Plays gemacht? Und dazu gibt's gerade einen ganz einfachen Grund. Ich war viel unterwegs. Und ja, ich habe mich weiter an Hitman versucht. Habt ihr schon mal die nächste Mission gesehen, die ist so zum Kotzen. Aber ich denke, wenn ich mit Minecraft ein bisschen jetzt weiter bin, also wenn ich die Party fertiggestellt habe, dann mache ich auch Hitman weiter. Weil irgendwann muss der Scheiß auch mal zu Ende gebracht werden, habe ich recht. Ich habe recht. Und wir gucken eben in die Kisten. Das waren unsere letzten Ausbeuten bis jetzt. Die Sattel halt. Und hier ist nichts drin. Und hier sind Blumen und so und Pumpkins drin. Die leuchten mit Lava. Warum? Ich habe keine Ahnung. Warum sind die denn so? Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, ich sollte mir das andere Texturenpack zulegen. Ich habe mir schon ein neues runtergeladen, ja. Aber das ist auch noch nicht so auf dem neuesten Stand. Und ich habe hier auch ein bisschen an meinem Haus rum experimentiert. Es hat gerade irgendwelche Geräusche gemacht, aber ich weiß nicht warum. Ja, und es ist auch weiter ein Update von Minecraft rausbekommen oder ein paar mehrere kleinere Updates. Aber auch was ganz Großes und das zeige ich euch gleich eben. Ja. Tür. Mach dich richtig. So. Ich bin auch ein bisschen verschnupft. Und zwar sind diese Kollegen hier Pistons. Damit kann man ganz geile Sachen machen. Und zwar zum Beispiel, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich pack das Ding hier hin und dann. Bam! Geil, oder? Aber ich kann es den ganzen Tag lang machen. Ja, und zwar, das ist seit dem letzten Update rausgekommen. Und ja, irgendwas Tolles werden wir damit auf jeden Fall noch bauen. Und ich habe ja noch irgendwie erwähnt, dass ich unter diesem Wasser eine kleine Ground Farm machen will. Und den Grundstein werde ich dafür jetzt aber nicht legen, das dauert ein bisschen zu lange. Wir gehen lieber da oben in den Berg rein. Da wollte ich ja sowieso noch rein. So. Alles klar. Und dann mache ich mir vorher noch ein paar Werkzeuge, würde ich sagen. Und ich lasse das Metall auf jeden Fall hier. Aber erst mache ich mir Werkzeuge draus. So. Ich würde sagen, nur zwei neue Pickaxes und das müsste dann eigentlich reichen. Nein, ich will die nicht einschmelzen. So. Also. So. Perfekt. So. Und den Rest packen wir zurück in die Truhen. Ich baue mir ja voll das krasse Zelt aus. So. Aber was packe ich wo? Oh. Kontrolle spackt nicht rum. Hier ist ein Eimer drin. Draußen schreien irgendwelche Leute rum, die ich hoffentlich nicht kenne und die mich gleich irgendwie unterbrechen werden. Darauf habe ich nämlich jetzt voll keine Lust. Ja. Packen wir das einfach hier rein. Was geht denn da ab, verdammt? Ich glaube, das könnt ihr nicht hören, nein, die sind da voll am Rumbrüllen. Ich gehe die gleich schlagen. Ja. Fenster. Fenster. Gucken. Ah, nur kleine Kinder, die rumbrüllen und sich mit Steinen bewerfen oder so. Das soll mich nicht stören. Jetzt gucken die her. Ja. Scheiße, jetzt keine Handkamera ab. Das sieht gerade so geil aus. Oh, sie haben meinen Anführer. Der zeigt auf eine Garage. Ah, ich spiele jetzt weiter. So. Wo wollte ich hin? Unser Haus müssen wir auch noch verschönern. Das sieht so plump aus, einfach wie so ein Holzkasten. So. Doomy Mountain. Genau, da wollten wir hin. Das Schwert müsste eigentlich noch reichen. Räuchen. Und ich erklimme den Berg. Wie im Film Mount Everest 2 oder sowas. Bin ich irgendwie dumm? Ich habe die Kohle vergessen. Ach, das war ja der Durchgang zum anderen Tal, ne? Ja, genau. Oh Gott.
Ah ja, ich habe noch auf Easy gestellt, weil ich was ausprobiert hatte. Das packe ich gleich wieder andersrum. Da, auf Peaceful meinte ich, hatte ich das. Den Baum nehmen wir noch hier mit, wenn wir es können. Weil es gut aussieht. Weil ich hübsch bin. Na, 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 na. Ich bin Batman. Wo packe ich die Truhen oben hin? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Nehmen wir diese E37 mit und lass mich verdammt nochmal richtig spielen, Spiel. So, wie gesagt, Vorschläge könnt ihr immer noch machen. Ich bin für alles offen. Und ich sehe eine Gans. Oh. Auch wenn ihr Vorschläge habt zu Let's Plays, ich sag's ja immer wieder, aber wenn ihr irgendwas sehen wollt, dann sagt ruhig an. Vielleicht ist da irgendwas bei, dass wir auch so sagen, oh, das ist ja geil. Oh, das ist ja. Ja, jedenfalls sagt ihr uns das dann, und wir gucken uns das dann an. So. Genau. Ich glaube, hierbei baue ich so einen kleinen Weg runter, weil sonst breche ich mir den Hals. Und das will ich nicht. Weil sich selber den Hals zu brechen ist uncool, wenn dann sollte das jemand anders machen. Ich habe bloß nicht genug Steine und deshalb machen wir das ein bisschen anders. Und es wird dunkel. Oh, ich habe so ein Glück. Ich achte auch überhaupt nicht. Oh. Ja, warum nicht? Dann machen wir das halt so. Ich springe einfach runter. So. Das nehme ich. Denn. Das sieht jetzt total hässlich aus, das weiß ich selber. Das werden wir auch noch verbessern, auf jeden Fall. Lass sie erstmal den Grundstein für eine Treppe legen. Einen betonten Grundstein. Deshalb sieht das jetzt auch gerade voll hässlich aus. Ja, gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, sonst kämpfen wir gleich gegen Zombies und da sehe ich schon die ersten. Nee, das ist ein. Oh, ein Skelett. Ich hätte mir Betten mit. Oh, ich bin auch so dumm. Egal, dann töte ich den jetzt. Habe ich überhaupt eine Rüstung an? Oh, jetzt weiß ich, was ich aussehen. Oh, ich bin auch so dämlich. Habe ich gerade was weggeworfen? Nee, oder? Das war nichts Wichtiges, oder? Oh, ich habe noch das ganze Sulf bei mir. Sulf. Jetzt sage ich Sulf. Wenn du dir das anguckst, fühl dich bloß nicht angesprochen. Das ist alles Macht der Gewohnheit. Oh Gott. Da habe ich mich verbaut. Solange ich nicht gestört werde, kann ich mich ja in Ruhe hier rum kümmern. Das ist ja alles kein Problem. Da. Hab, 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 hab. So. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam bam. Bam. Der Mond ist aufgegangen. Ja, warum werden keine Duke Nukem Parts hochgeladen? Wir machen das noch irgendwie so, dass wir die auf eine andere Plattform hochladen. Weil YouTube erlaubt Gewalt, alles, aber bloß keine Titten. Weil Titten sind böse. Titten töten Leute. Titten töten Leute. Ja, und so ist das. Ich mache mir noch eben aus dem Metall eine Rüstung. Mit dieser Rüstung gehen wir dann weiter. Und holen uns ganz viel tote Sachen, keine Ahnung. Sehen wir dann. Ich baue mir das Zeug in Zukunft oben. Ist viel praktischer. So, erstmal an die Werkbank gestellt und los. Ja, jetzt aufpassen, jetzt können wir was lernen. Das ist alles Know-how. Ah, sieht geil aus. Hose? Es sind nur noch Handschuhe, glaube ich.
Nee, Stiefel waren das. Ich denke bis heute immer, das sind Handschuhe. Wenn du fragst, was ich da für einen Skin habe, das ist. Ich glaube, das ist Stitch von Mushroom Head. Die Band müsst ihr nicht kennen. Aber die sind geil. Die sind richtig geil. So. Nachdem wir jetzt erfolgreich 10 und 20 Mal hin und her gelaufen sind, können wir auch endlich mal so richtig das Tal da betreten. Auch wenn es dunkel ist und ich Angst habe und die Schweine sehe, die ich jetzt töten werde. Yeah. Ja, komm, fick dich. So, haben wir direkt was zum Fressen mit. Besser kann es gar nicht mehr laufen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo der Berg ist. Ich habe ihn gefunden. Kommt auch rein. Warum habe ich die Pistons mit? Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir sie unterwegs irgendwie. Ich werde mal unterwegs eine Treppe daraus bauen. Was mache ich? Ach shit, ist das dunkel. Ich werde hier könnt nichts sehen. Es tut mir auch echt gerade verdammt leid und ich bin, glaube ich, den falschen Berg hoch. Wieso verlaufe ich mich denn jetzt andauernd? Beziehungsweise weiß nicht mehr, was ich glaube, ich krieg für Alzheimer oder so. Ah. Bam, 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 bam. So, jetzt hätte ich eigentlich direkt pennen gehen können, aber egal. Dann töten wir halt unterwegs mal ein paar Monster. Und dann hat sich die Sache auch. Ist mega geil hier. Oh. Ja, Dummi, bauen in der Treppe. Er bricht dir trotzdem den Hals. Mein Gott. Ich baue mich gleich einfach in die Steinwand ein. Ich brauche ja sowieso Steine. Boah. Ich mache mir vorher aber ein paar Fackeln. So. Und los geht's. Einfach senkrecht nach unten, so kriegt man immer schön Steine und finde vielleicht unter. Was ist denn das? Dreck. Ich hab ein Lass voll Dreck, ich hab ein Lass voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Schaufeln habe ich keine mehr, oder? Warum frage ich überhaupt? Was ist das überhaupt? Stone Sword, ja, sieht bloß aus wie. Sieht bloß aus wie ein Hammer. Schaufel, genau. Gut hier. Und direkt weiter. Und wir haben direkt eine Höhle gefunden. Yay. Es werde Licht. So. Mit einem Block Kohle. Wo bestimmt noch mehr Kohle hinter ist. So. Wenn ihr keine Arschlöcher seid, dann wünscht ihr mir sogar in dem Video noch gute Besserung. Das wäre voll echt lieb und so. Weißt du? Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann bauen wir uns einfach. Ja, wenn wir hier lang gehen, bauen wir uns einfach so. Sagen wir hier weiter. Wir haben noch eine Höhle gefunden. Ich bin der Höhlenforscher, Dominik. Was gibt's denn hier für Tierhöhlen, ey? Das ist ja voll krank. So. Oh. Oh. Eichhörnchen. Und weiter hier runter. Das ist bestimmt wieder so eine Höhle, wo ich nie wieder rausfinden werde. Oder irgendwie sterbe und muss dann alles normal machen. Ich kenn mich doch. Hier ist nix? Nee. Lass mir die Lampe da trotzdem mal da. Gehen hier unten rein und stellen fest. Das sieht so alles schon so leer gecraftet aus, oder was weiß ich nicht alles. Als hätte die jemand ausgehöhlt. Weil ich finde hier nicht viele Rohstoffe.
Nein. Hier ist auch nichts. Was ist da los? Was ist da los mit den Blöcken? Ich mach das mal jetzt so wie ich mich kenne, ja, falle ich da irgendwann runter, weil ich vergesse, dass da irgendwie was nicht zu ist. Ich brauche ein anderes Texturpack, das verwirrt mich alles voll. Muss ich wieder wegnehmen? Ja, ist auch viel intelligenter, wenn wir das so machen, genau. Gute Idee, Dominik. So. Ich freue mich inzwischen, dass das quasi fix mit den Abonnenten geht und dass ihr so fleißig kommentiert. Das macht einen richtig Spaß. Und gibt dann auch die Lust weiterzumachen. Ich breche mal auf Leben. Ja, trotzdem, ich habe mehr verloren. So. Hier sehen wir Wasser. Und ganz viel Kohle. Verdammt viel Kohle. Ich glaube, ich sammle nie wieder Kohle ein. Ich habe da schon viel zu viel von. Mal hier ein bisschen Licht. So. Oh mein Gott. So viel Kohle habe ich noch nie auf einmal gefunden. Das ist übertrieben. Ist ja fast ein Stack. Und noch eine Höhle. Hui. Da kommen wir wieder weg. Ja. Und das Lava. Cool. Und Pilz. Ich mag Lava. Darum geht's auch wieder lang. Dann bauen wir uns mal ganz cool eine Treppe. So. Mich erschrocken, ey. Ich erschrecke mich bei keinem Spiel, aber bei Minecraft, da erschrecke ich mich. Hier ist mal wieder ganz viel. Und ich sehe gerade, ich muss eben kurz einen Cut machen. Wir sehen uns dann gleich, Leute. Tschö.